Schöner Radweg und schöner Wald. Weißt du, was hier war? Hier haben wohl die Tausende gesungen. Ja, jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Kurische Nehrung. So, das hätten wir erstmal geschafft, ja? Yes. Und womit hast du dich beglückt? Mit Tiramisu, Mango und Peanuts. Lecker. Unser Mittagessen. Wir sind jetzt bald mit dem Eisessen fertig. Ortrud hat noch 2, 3 Löffel vor sich. Und dann geht's los mit der Radtour. Dort, wo das rote Zeichen ist, sind wir angekommen. Das ist der Fährhafen, hier auf der Kurischen Nehrung. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir mit dem Rad kommen. Nach Nidda. Schöne Strecke, hä? 50 Kilometer. Ja, aber nicht für uns heute. Nein. Im nächsten Leben. Außerdem ist doch da Baustelle auf dem Radweg. Das ist doch feines Fahren hier, was? Ja, schön. Kein Auto. Ich nehme an, ein Traum ist in Erfüllung gegangen, Otti? Ja, kann man sagen. Weil, hier auf der Kurischen Nehrung hat, soweit ich weiß, mein Vater in seiner Jugendzeit mehrere Sommerferien verbracht mit seiner Familie. Weißt du, was mir gleich aufgefallen ist hier am Strand? Guck dir mal den Sand an. Ja, ganz feiner, schöner Sand. Ganz fein. Im Gegensatz zu dem an der Küste von Kakle.
dem Vorort von Klaipeda. Es riecht hier herrlich frisch nach Ostsee und Nadelwald. Wunderbar. Und hier sieht man noch mal die üblichen Zugänge zum Strand. Die Dünen sind so hoch, da muss man Treppen steigen. Sieht aus wie die Heide. Ja, wo darf man denn? Na? Ist das die Sperrung hier? Jörg Krante, Klaipeda. Dann haben wir es ja bald geschafft.
Sag mal, Otti, kann das sein, du hast dir die Tricks abgeguckt von den Fußballern? Das? Ja, die Warmmacht-Tricks. Ja, warm bin ich. Ja, ne? Das ist Dehnung, ja, richtig. Warm gefahren haben wir schon genug jetzt. Eine kleine Rast haben wir jetzt gemacht mit Dehnungsübungen. Ein bisschen gelockert. Und von den 16 Kilometern, die wir auf der Rücktour hier auf der kurischen Nährung noch zu fahren haben, haben wir etwa 9,5 geschafft. Also haben wir etwa noch 7 vor uns, bis wir zur Fähre kommen. Genau. Oh, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das haben schon ganz andere gesagt, dass wir das schaffen. In der Uhr haben wir jetzt gut 57 Kilometer runter. Ursprünglich sollten das mal so 65 werden, überschlagsmäßig. Aber wenn das so weitergeht, dann werden wir wohl auf 75 Kilometer kommen. Schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Jetzt sind wir auf dem Kahn der fröhlichen Leute. Jetzt wechseln wir auf die andere Seite rüber. Ja. Also fröhliche Leute deswegen, weil wir knapp 60 Kilometer bisher gefahren sind. Es fehlen nur noch 5 Meter. Also wenn ich jetzt hier auf dem Kahn hier 5 Meter hin und her gehe, dann habe ich schon 60 Kilometer. Schau mal, Otti, mit dieser Möwe hier auf Du und Du hier. Guck, putzt sich sogar noch. Der merkt sofort, dass ich ein Lieber bin.
hier etwa angekommen? Wir sind angekommen. Gott sei Dank.